Liebe Schwestern und Brüder, als die wenigen Getreuen sind wir der Einladung Christi gefolgt. Wir sind ihm gefolgt nach dem triumphalen Einzug in Jerusalem zum letzten Abend seines Lebens, in dem er sich selber ganz mitteilt, indem er uns die Sakramente hinterlässt, die der Eucharistie und des Priestertums, in denen er selber weiterhin unter uns sein will, als der Gestorbene, der auferstandene und erhöhte Herr. Ihn haben wir am Beginn angerufen und seinen heiligen Namen gepriesen. In ihm wollen wir Gott die Ehre geben. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, die Frage, die Jesus den Jüngern stellt in jenem Saal zu Jerusalem, ist eine Frage, die ihre Antwort auch heute bei uns sucht. Begreift ihr, was ich getan habe? Vielleicht brauchen wir ein ganzes Leben, und zwar ein christliches Leben. Ein Leben, das nach Jesus fragt und versucht, sich nach Kräften nach ihm auszurichten, um eine Antwort zu finden auf diese Frage. Begreift ihr, was ich getan habe? Wenn uns Jesus hier gegenüber träte, und er ist ja wirklich hier in unserer Mitte, würden wir ihm sagen können, ja, ja klar, ich weiß, was du gemacht hast. Du hast den Jüngern die Füße gewaschen, du hast Brot genommen, das haben wir eben vom heiligen Paulus gehört, und das hat auch etwas zu tun mit der großen Befreiungsgeschichte Israels, das haben wir in der ersten Lesung gehört. Wir haben den Kontext, wir wissen da ziemlich viel, wir haben uns schlau gemacht. Und das in dem Brot, wenn wir das nehmen und es in deinem Namen nehmen und Gott preisen, dann bist du schon irgendwie da. Du hast mal so ein schönes Wort gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich auch da. Also, haben wir es begriffen? Wäre Jesus zufrieden mit uns? Ich kann mir nicht anmaßen, das zu beurteilen. Aber ich hätte Zweifel, ob er zufrieden mit uns wäre. Was wir ihm da alles einfach in Richtigkeiten aufzählen. Denn wir müssen zuerst noch einmal tiefer verstehen lernen, was da eigentlich los ist. In diesen Tagen, wenn wir morgen die Passion hören werden, wenn wir zur Grablegung Jesu gehen, wenn wir den Ostermorgen erleben dürfen und auch heute dieser dramatische Abend, diese dramatische Nacht, diese merkwürdigen Kontraste, die da sind. Wir müssen die zuerst noch einmal an uns heranlassen. Der Meister und Herr, so hörten wir eben im Evangelium, tut den letzten Dienst. Er macht den Jüngern die Füße sauber. Wir können das verstehen, weshalb Petrus sich wehrt. Es ist verständlich, das ist nicht einfach eine Demutsattitüde, sondern Petrus wird verrückt daran. Er glaubt an den, der sich da niederkniet. Er weiß, dass er der Sohn Gottes ist, so hat er ihn bekannt. Und so schwach er war und so schwach er sein wird in der kommenden Nacht. Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Deshalb kann man das nicht zusammenbringen. Aber damit ist es ja noch nicht zu Ende. Wenn wir sagen, Gott gibt sich in diese Welt hinein. Ja, das klingt immer so toll. Wenn wir sagen, Gott gibt sich in unsere Hand. Er liefert sich uns aus bis heute. Ist uns das eigentlich bewusst? Er liefert sich uns aus in einem Stück Brot. Wir können dieses Brot der Eucharistie schänden. Wir können es unwürdig empfangen. Wir können darauf bestehen und zu sagen, ist doch nur ein Stück Brot. Und dabei denken wir an Jesus. Es ist eine erneute Auslieferung Christi. Es ist eine erneute Passion. Es ist eine erneute Kreuzigung Jesu. Ob uns das bewusst ist, dass sich Gottes Liebe, Gottes Hingabe, Gottes sich zerreißen für uns, Gottes sich verbluten für uns in diesem Sakrament ist? Und ist das nicht ein ungeheurer Kontrast? Die Alltagslebensmittel, Brot und Wein? Und vielleicht müssen wir zuerst noch einmal zu diesen Elementen hinfinden in unserer Konsumgesellschaft.
Wer kann überhaupt noch ein einfaches Stück Brot würdigen? Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das den Kindern nicht beibringen, können wir uns diesen ganzen Erstkommunion-Kladderadat sparen. Es beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Brot, das ich esse, zu Hause. Und erst dann können wir vom Brot der Eucharistie reden, das ein anderes Brot ist. Nicht nur, weil es anders aussieht, sondern weil sich Gott selber in Christus in diesem Brot ausliefert, jeden Tag neu, egal wo die Eucharistie gefeiert wird. Und zwar nicht irgendwie als ein Denken an. Ich fand das im Nachdenken noch einmal darüber bei Romano Guardini, der vor 90 Jahren sein kleines Büchlein vorgelegt hat von heiligen Zeichen. Das ist genau vor 90 Jahren erschienen. Und wo er sich 100-mal entschuldigt, dass das nicht zureichend sei, was er da sich zusammengedacht hat. Er versucht halt sozusagen diese heiligen Zeichen vom Stehen über das Knien, das Kreuzzeichen, die Gebärden bis hin zum Wasser, zur Kerze und eben auch zu Brot und Wein zu erklären. Und er sagt, es ist ganz wichtig, dass es ein Tun ist, wenn wir mit diesen Elementen umgehen. Dass es etwas Elementares ist. Nicht einfach nur, so wie er sich ausdrückt, ein Denken, um das eine Gebärde herumgehängt ist. Ich glaube, dass Guardini vor 90 Jahren schon diese werdende Krankheit, unter der wir heute alle leiden, gesehen hat. Ein Denken, um das eine Gebärde gehängt ist. Es ist nicht meine Aufgabe, unser aller Aufgabe ist es nicht, über irgendjemanden den Stab zu brechen oder ein Urteil zu haben, wie auch immer. Aber genau davor müssen wir uns in der Liturgie so sehr hüten. Auch wenn wir das jetzt auf den diversen Homepages und Websites sehen, wer wem die Füße wäscht. Es kann sein, dass es einfach nur ein politisch korrektes Denken ist, um das man die Gebärde dieser Messe herumhängt. Das ist zu wenig, liebe Schwestern und Brüder. Fußwaschung ist ein Tun, ist ein Erleben. Wenn Jesus den Jüngern die Füße wäscht, drückt er in dieser Gebärde alles aus. Sein Verbluten am Kreuz, die Hingabe seines Lebens. Es ist ein ganz schönes Zeichen heute. Es wird in den Zeitungen gerne gedruckt. Wenn dieser Kardinal den Flüchtlingshelfern die Füße wäscht und der Papst den Gefangenen, wer auch immer wem die Füße wäscht. Die Gefahr besteht bei uns allen, auch in der Feier der Eucharistie, dass wir ein Denken haben und dass wir eine Gebärde herumhängen. Das ist nicht das, was Jesus wollte. Das ist nicht die Feier des Sakramentes, sondern es muss ein Tun dahinter stehen. Ein Erfahren, ein Erleben. Das heißt, ich habe den Anspruch als Christ, dass mein ganzes Leben zur Fußwaschung wird. Dass ich meine Bereiche nicht aufteile und sage, naja, am grünen Donnerstag machen wir da so einen netten Ritus und der Rest ist egal. Wenn auch nicht diejenigen, die in der Kirche das Sagen haben und die sich ja, obwohl sie das nicht tun sollen, auch in gewisser Weise, abgeändert natürlich, Herr und Meister nennen. Wenn die nicht bereit sind, Sklavendienste zu tun, dann stimmt etwas nicht. Dann haben wir etwas politisch Korrektes umkleidet mit einer Gebärde. Das ist zu wenig. Mehr noch als am Sakrament der Eucharistie, wenn man das so sagen kann. Vielleicht wird es uns dadurch vielleicht nicht mehr, aber es wird uns deutlicher. Wird es am zweiten Sakrament dieser Nacht, der Einsetzung des Amtes, des Priestertums, das wir gerne verschweigen in dieser Feier am Gründonnerstag. Es ist ähnlich wie mit dem alltäglichen Brot. Jesus nimmt dazu alltägliche Menschen. Und wir wundern uns manchmal darüber. Da finden nicht schon vor der Einsetzung des Priestertums finden nicht die ersten Heiligsprechungen statt. Es findet die Fußwaschung statt. Und zwar auch Judas bekommt die Füße gewaschen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Auch die Priester sind ein sehr gemischtes Volk. Und sie sind Alltagsmenschen. Aber, und das verschweigen wir erst recht, sie haben den Anspruch und werden mit dem Anspruch geschickt, wenn wir die Gebete ernst nehmen, die bei ihrer Weihe gesprochen werden, dass sie ein reines Leben führen, dass sie die ihnen Anvertrauten zur Heiligkeit führen. Und das heißt nicht zum Perfektionismus, das heißt nicht zum Skrupulantentum, sondern zur Heiligkeit, zur Ebenbildlichkeit mit Gott, mit Christus, mit dieser Ikone Gottes, der wir uns immer mehr angleichen sollen. Und sie selber sollen vorangehen. In unserer Einebnungs-, Nivellierungs- und Demokratisierungswelle verschweigen wir das einfach. Wir beten brav die Gebete bei der Priesterweihe und den Rest verschweigen wir. Wir haben ein Denken, um das wir eine Gebärde hängen, wie Guardini sagt. All das, liebe Schwestern und Brüder, hilft uns nicht, die Geschenke, die Christus für uns bereit hat, am letzten Abend seines Lebens wirklich anzunehmen und sie so anzunehmen, dass wir mit ihnen leben, dass wir uns wirklich beschenkt wissen. Nicht einfach nur, dass wir die korrekte Eucharistielehre im Kopf haben und alles schön und richtig machen. Immerhin, das ist schon mal was. Aber es ist zu wenig. Dass wir uns wirklich beschenkt wissen, wenn Jesus den Jüngern die Füße wäscht, wenn wir diesen Ritus nachher im Anschluss an die Messe praktizieren, dass wir uns beschenkt wissen, dass Jesus seine Jünger, selbst die Verräter, reinigen will, obwohl er weiß, es sind nicht alle rein. Dass er sich selber gibt in diesen Alltagselementen von Brot und Wein und er weiß, er gibt sich in unsere Hand, auch zum Missbrauch. Er nimmt das in Kauf. Denn was anders heißt Hingabe? Hingabe ist eben nicht Berechnung. Hingabe ist Verzichten auf Sicherheit, dass alles gut geht und dass alles in Ordnung wird und ein Happy End findet. Es ist ein offenes Ende. In dieses offene Ende geht Jesus mutig und voller Vertrauen, sich selber gebend, weil er von einer Kraft bestimmt ist, eine Kraft, die unbesiegbar ist. Es ist die Kraft der Liebe Gottes. Er, der am Herzen des Vaters ruft, sagt der gleiche Evangelist, der uns die Fußwaschung berichtet, er hat Kunde gebracht. Er übersetzt die Liebe Gottes in jedem Schritt, in jedem Wort, in jeder Handlung. Und es ist an uns, obwohl wir manchmal unverständlich sind, blockiert sind oder auch gar nicht richtig verstehen wollen, weil uns das vielleicht zu anstrengend ist, ist dann an uns, dieses Geschenk, diese Liebe anzunehmen, weil erst dann sind wir wahre Jünger Christi.